So, hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute hier mal bei mir auf dem Tisch das neue DreamWorks Dragons Magazin, allerdings nicht zu Higgs und Co., sondern zu den neuen Welten. Ja, das erste Gimmick mit in diesem Magazin ist eine Waffe, ja, das Ganze kommt wieder vom Blue Ocean Verlag und sie machen halt wieder weiter mit Waffen, die kein Mensch braucht, die schon in zig anderen Ausgaben drin waren. Es ist immer wieder eine Wiederholung. Also das ist sehr, sehr, sehr schwach. Aber natürlich schauen wir uns die Armbrust im Laufe des Videos hier an. Klar, so. Ja, so sieht's aus. Das ist das Cover der DreamWorks Dragons, die neuen Welten Ausgabe. Die Nummer 1 kostet in Deutschland 4,99 €. Ja, es ist die allererste Ausgabe. Es werden auch weitere Magazine, Hefte erscheinen und ja, darum werfen wir da mal einen genaueren Blick drauf. Ich denke mal, es ist ähnlich aufgemacht wie das alte Dragons Magazin. Ja, was haben wir alles drin? Die Drachen der Reiter Teil 1 mit Donner. Auf dem Cover sehen wir hier schon Donner und Tom. Bu, Wei und Yun sind hier auch noch mit drauf. Wir haben Poster, zwei Poster mit drin und eine 10-seitige Fotostory. Ja, das Ganze heißt der erste Flug. Na dann blättern wir doch mal rein in dieses niegelnagelneue Magazin. Ja, hier unten links geht's los. Ich lese euch ein paar Sachen vor, aber ich zeige euch nicht das komplette Magazin. Ja, kauft euch das selber, wenn ihr Interesse dran habt. Ich blätter hier mal nur ganz grob durch, damit wir mal so ein bisschen reinkommen in diese ja relativ neue Serie, die ihr jetzt ja auch auf Toko anschauen könnt. Ich muss dazu sagen, mich interessiert die Serie tatsächlich nicht. Ich interessiere mich für die Drachen. Mir ist auch vollkommen egal, was für Eigenschaften die Drachen haben. Mir geht es nur rein um das Optische. Ich mag Drachen, ich sammle Drachen, alles andere interessiert mich null. Schon gar nicht die Drachenreiter, okay? Darum, wenn ich mal hier was Falsches sage oder die Namen von irgendeinem Drachen nicht weiß, dann seht's mir nach, okay? Also hier, komm. Die Drachen sind zurück. 1300 Jahre lang hat kein Mensch einen Drachen gesehen. In der heutigen Zeit existieren sie nur noch in alten Legenden und Geschichten. Als ein Meteorit aber ganz knapp an der Erde vorbeifliegt, entsteht ein gigantischer Spalt. Und dieser öffnet einen Eingang zu einem riesigen Höhlensystem, der Heimat von tausenden Drachen. Neun Welten und ihre geflügelten Bewohner warten jetzt darauf, entdeckt zu werden. Ein spannendes Abenteuer beginnt. Also ihr habt's gehört, 1300 Jahre lang nach Higgs und Co. hat niemand mehr die Drachen gesehen. Also Wikinger waren bekannt ca. 800 bis 1050. Das hier spielt 1300 Jahre später. Also leben wir hier im Prinzip im Jahr 2350, ganz grob gesagt. Ja? Das sollte man sich immer ein bisschen im Hinterkopf merken. Hallo Drachenfan. Hi, ich bin Tom. In diesem Heft erfährst du alles über meinen Drachen Donner, meine Freunde und mich. Wir nehmen dich auch gleich mit auf ein geheimnisvolles Abenteuer in unsere Welt. Außerdem haben wir noch viele coole Rätsel und Spiele für dich. Viel Spaß. Ja, mit dabei unser Extra, die coole Armbrust. Zwei drachensteige Poster, erfahre alles über Toms geflügelten Freund Donner und die mega spannende Fotostory. Ja, und zu der kommen wir hier auch gleich. Übrigens, das Magazin hat wieder 36 Seiten, inklusive Umschlagseiten und Poster. Fühlt sich sehr dünn an, aber Druck, wie immer, Blue Ocean Qualität, ne? Kannst du überhaupt nichts sagen. Hier, viele liebe Grüße an den Verlag übrigens. Tolle Arbeit, die er macht. Also meinen vollsten Respekt, gerade wenn man aus der Druckbranche kommt hier. So, hier haben wir schon mal zwei spannende Seiten. Der Drachenclub, das sind Tom, Yun, Alex und D'Angelo. Die vier sind Drachenreiter und haben eine wichtige Mission. Eine geheime Welt, in der jede Menge Drachen leben, zu schützen. Und zu verhindern, dass andere Menschen diese Welt entdecken. Ja, dann geht's hier doch schon mal los. Hier oben rechts, Name D'Angelo Baker, Alter 16. Verwandte Angela und Philip Baker sind die Eltern. Der Drache heißt Ramhorn. Übrigens, D'Angelo ist Tierarzt. Okay, er ist Tierarzt. Aber wir haben es hier mit Drachen zu tun. Drachen haben unter Umständen eine ganz andere Anatomie, einen ganz anderen Aufbau, Innereien etc., denn sie spucken ja auch Feuer oder sonstige Geschichten. Und damit kennt sich also ein 16-jähriger D'Angelo aus. Ich weiß nicht so richtig, okay? Finde ich also schon ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber ja, wie auch immer. Ne? Als nächstes haben wir hier Yun Wong.
Alter 14, Verwandte Mai Wong, die Mutter, und Yuchin Wong ist der Bruder. Der Drache Wu und Wei. Ja, sie hat anscheinend ein absolutes Superhirn. Dann kommen wir hier zu Tom, heißt richtig Thomas Cullerson, ist 14 Jahre alt, Verwandte Dr. Olivia Cullerson ist die Mutter und der Drache heißt Donna. Ja, er ist der Anführer des Drachenclubs und Nachfahre des berühmten Wikingers und Drachenzähmers Hicks, der Hühne, der Dritte. Ja, also so sieht der Nachfahre von Hicks aus. Als nächstes haben wir hier Alexandra Gonzales, Alex. Verwandte Carla und Hazel Gonzales sind die Mütter, okay? Der Drache heißt Feder. Ja, Alex war irgendwie eine Stubenhockerin. Ihr bester Freund ist ihr Computer Wendy. Sie ist Erfinderin und absoluter Technikfreak. Eine Technikfreakinininininin, ja? Das darf man nicht vergessen. Also, das die vier Drachenreiter und ihre Drachen. Jetzt wissen wir auch mal das. Dann ein Blick auf das Comic. Ja, der erste Flug, so sieht's aus, ist eine Foto-Comic-Story. Das heißt, ich denke mal, das ist ganz einfach die erste Folge. Und da haben sie halt ein paar Szenen draus entnommen und dann Comic zusammengeschustert. Das ist okay, kann man angucken, ist nett gemacht. Ist mal was anderes wie gezeichnet, okay? Ja, dann blättern wir hier vor. Zur Heftmitte, wo wir auch schon das erste Poster sehen und hier auch das Ende vom Comic. Übrigens, das hier ist die geheime Welt. Guckt euch das an, der Wahnsinn, ne? Links hockt Donner, rechts steht Tom. Das ist eine geheime Welt voller Drachen. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Schön. Ja, auch Futtercomics haben was, ne? So, hier DreamWorks Dragons, die neuen Welten. Tom, im Hintergrund sehen wir Donner, den sehen wir gleich richtig. Wenn ich das Ganze hier umblätter. Und hier haben wir nicht nur Donna, hier haben wir auch D'Angelo mit Ramhorn. Wir haben hier Feder und Alex, genauso wie Wu, Wei und Yun. Also super Poster, alle Drachen, alle Drachenreiter von einem riesengroßen Vollmond. Sehr schöner Anfang, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und auch der Schriftzug finde ich nett. DreamWorks Dragons, die neuen Welten. Wobei das, seid mir nicht böse, nichts, aber wirklich gar nichts mit den Dragons zu tun hat, wie wir es kennen. Ja? So, dann machen wir weiter mit der nächsten Seite, denn hier ist unsere drachenstarke Armbrust beschrieben. Der Angelo meint, die ist echt cool. Schieß nicht auf Menschen und Tiere. So geht's. Lade die Armbrust vorne an der Öffnung mit einem Bolzen. Zieh den roten Griff ganz nach hinten. Such dir ein Ziel und richte die Armbrust darauf. Drücke den roten Knopf und der Bolzen fliegt. Jo, das schauen wir uns dann anschließend gleich an. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar ganz wichtig mit dieser Seite. Donner, schnell wie der Blitz. Donner steht seinem Reiter Tom treu zur Seite und hat echt coole Fähigkeiten. So, wichtige Seite. Dumm möchte ich das auch mal kurz hier vorlesen. Freunde fürs Leben. Nach einem Erdbeben hängt Donners Schwanz unter einem Steinbrocken fest. So gefangen entdeckt ihn Tom. Zuerst ist der Flieger dem Menschen gegenüber ziemlich misstrauisch, aber als Tom in die Tiefen der Schlucht stürzt, rettet ihn Donner. Die beiden freuen sich an und werden ein drachenstarkes Team. So, Flugkünstler. Kein anderer Drache rast so schnell durch die Luft und legt Donner seine Flügel am Körper an, stürzt er in enormem Tempo in die Tiefe. Außerdem fliegt Toms Drache locker durch enge Spalten und hat jede Menge coole Tricks auf Lager. Also ähnlich wie ein Falke, ne? So, dann haben wir hier noch vollgeladen. Vorsicht, nicht anfassen. Donner kann sich elektrisch aufladen, aber das zum Glück nicht immer richtig stark. Berührt Tom seinen geladenen Freund, stehen ihm nur die Haare zu Berge. Doch feuert Donner seine Ladungen auf Überwachungskameras der Icarus ab, setzt er die 100 Pro außer Gefecht. Heiß, heißer Plasma. Rote Flammen? Von wegen. Donner schießt mit bläulichem Plasma. Rast er durch sein eigenes Feuer, wird er sogar kurz unsichtbar. Ja. Perfekt, um vor Feinden abzuhauen und zu verhindern, dass ihn das Icarus-Team entdeckt. Dann haben wir unten noch mutiger Beschützer. Donner hat seine Familie verloren und keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Zum Glück hat er im Drachenclub ein neues Rudel gefunden und das will der mutige Flieger vor jeder Gefahr beschützen. Und hier haben wir noch ein paar Fakten. Also, er heißt Donner, Drachenklasse, Angriffsklasse, Drachenart, Tag, Nacht, Geschlecht, männlich. Ach, was für ein Wunder heutzutage, ne? Reiter ist Tom und typisch für Donner. Er ist neugierig, verspielt, mutig, treu, blitzschnell und für seine Feinde echt gefährlich. So, also, dass die
Fakten zu Donner, ne? Schnell wie der Blitz. Ja, und Tom sieht hier wirklich aus, als wäre er vom Blitz getroffen, ne? Was die Haare angeht. Okay, schön. Ja, das dazu. Dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen Seite, und zwar die Welt der Helden. Ja, hier sehen wir die ganze Station. Das hier ist Icarus, eine Station. Dann keine Ahnung, wie sich das hier ausspricht. Racketown. Ja, hier haben wir die Drachenhöhle, die Kullersenspalte und die geheime Welt, ne? Kommt uns irgendwie bekannt vor. So, zu der Icarus-Station schreiben sie: In dieser Station untersuchen Forscher mit moderner Technik die Öffnung in der Erde. Es gibt einen Kontrollraum, eine Forschungsabteilung, eben alles, was man braucht, um die Geheimnisse der Spalte zu lüften. So, Racketown. Hier wohnen die Icarus-Mitarbeiter mit ihren Familien, darunter Tom, D'Angelo, Yun und Alex. Um Racketown herum sind Sensoren angebracht, damit sich niemand unerlaubt hinein- oder herausschleichen kann. Doch die lassen sich mit der richtigen Technik überlisten. Ja, wer hätte es gedacht? Dann haben wir hier die geheime Welt. Vor 1300 Jahren lebten Drachen im Verborgenen. Doch als der tiefe Spalt in der Erde entstand, öffnete sich der Eingang zu ihrer unbekannten magischen Welt. Welche Geheimnisse dort unten alle schlummern, niemand weiß es. So, Kullersenspalte. Durch einen Meteoriten entstand diese tiefe Schlucht, die Kullersenspalte. Sie ist nach Toms Mutter benannt, der berühmten Geologin Dr. Olivia Cullerson. Die Öffnung reicht über 11 Kilometer nach unten, so tief wie nicht sonst auf der Welt. So, und Drachenhöhle. Sie ist der Hauptsitz des Drachenclubs und das Zuhause von Donner, Wu und Wei, Feder und Ramhorn. Die Höhle hat einen Eingang zur Schlucht und einen Ausgang zur Oberfläche. So können die Drachen bei Gefahr blitzschnell verschwinden. So, das die Welt der Helden. Dann gibt es ja natürlich noch massenhaft Rätsel, Suchbilder und so weiter und so fort. Ähnlich wie ihr es aus dem normalen Dragons Magazin kennt. So, und jetzt schauen wir mal, was in der nächsten Ausgabe kommt. Ja, denn dieses Heft ist nicht nur einmalig erschienen, es erscheint jetzt schätzungsweise regelmäßig und löst somit das alte Dragons Magazin ab, was so langsam aber sicher ausläuft, ne? Gut, also, wir schauen auf die letzten Seite und ja, so sieht das nächste Magazin aus. Ich halte es mal hier nah vor die Kamera. Dieses Mal die Drachen der Reiter Wu und Wei. Wir haben wieder Poster mit drin und natürlich auch wieder ein Comic, ganz klar. Als Extra haben wir hier wieder dieses Wasserringespiel mit drin, was es auch zu Dragons schon gab, ne? Dieses Mal in Blau und Grün, finde ich nett. Mir hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ja, das nächste Magazin erscheint hier am 27. Dezember, ne? So sieht's aus, das zu diesem Magazin. Und ach du liebe Zeit, hui bu und das Hexenschluss. Leute, mal an dieser Stelle ganz kurz, ja, das ist kein hui bu. Ich weiß nicht, was die Macher sich gedacht haben, ja. Was ist mit einem los, dass sowas hui bu wird? Und dann auch noch das Necronomicon. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Hui bu ist ein Skelett. Und nicht Bully, ja? Glaub, ich spinne, hey, echt. Wisst ihr, was ich davon halte? Das halte ich davon. So, wir kommen zu unserer Armbrust. Die packe ich hier mal ganz schnell aus. Und wie schon gesagt, gefühlt schon dutzendmal hier ausgepackt, ne? So, die Geschosse nicht vergessen. Alles klar. So, ich hol's mal ein bisschen näher vor die Kamera. Also, was ich nett finde an dieser Armbrust, sind tatsächlich diese Drachenschuppen, ja? Das gefällt mir recht gut. Alles, was ihr bewegen könnt im Prinzip, ist hier rot. Das können wir nach hinten ziehen und hier können wir es dann auslösen. Wobei das auch ein bisschen, ja, ungeschickt ist, ne? Dann seitlich so, wie so Flügel, die hier wegstehen. Und ihr seht, wenn man es umdreht, ist das Ganze hohl. Also aufpassen, auch schon beim Kauf, dass hier nichts kaputt gebrochen ist. Ja, das Zeug ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Auch das hier ist hohl, ist kein Vollguss wie die komplette Waffe, ne? So, ihr müsst eigentlich nur dieses Gummi hier unten reindrücken, ne, damit es hält, das Ganze nach hinten ziehen, bis es so einrastet. So, da können wir hier so ein Schaumstoffpropfen ist ganz weich hinmachen. Hier vorne ist allerdings aus Gummi, das ist ein bisschen härter, ne? Also wie schon gesagt,
nicht auf Menschen oder Tieren schießen. Das tut zwar nicht furchtbar weh, aber trotzdem macht man nicht. Ja? Dann hier vorne einfach reinstecken und dann hier auf den roten Knopf drücken und dann zack, futscht es nach vorne und wir schießen den Pinökel ab. Ich drücke mal drauf und zack, weg. Ne? Also fliegt gut, einfach wieder zurückziehen. Das nächste reinstecken und nochmal drücken und zack, haut das Ding weg. Also fliegt gut, da kannst du nichts sagen. Ne? Steck's rein, zieh's nach hinten, das nochmal nach hinten drücken. So, ich habe hier eine kleine schwarze Box, die stelle ich mal hier hin. Kann man sie sehen? Ja. Ich bin jetzt hier circa 30 cm davon entfernt. Ich drück drauf, mal gucken, wie viel Wucht das Ganze hat und zack. Ja, also steht noch. Aber ich muss sagen, die Dinger fliegen ordentlich weit. So 3-4 Meter fliegt es auf jeden Fall, ne? Von dem her. Aber man hat es halt schon zigmal gesehen, das Ganze. Ne? Also ist jetzt auch nicht wirklich neu. Aufpassen, nicht fallen lassen, sonst bricht euch das ganze Zeug hier auseinander. Aber wem sowas gefällt, wer es noch nicht hat, oh, der kann da schon ein bisschen Spaß mit haben. Trotzdem, wäre es doch schöner, wenn man diesem Magazin hier ja was Passenderes beilegen würde. Ne? Wir haben jetzt neue Drachen. Wir haben neue Charaktere. Legt doch Minifiguren bei. Und nicht immer diese altbackenen, doofen Waffen hier. Das ist doch immer der gleiche Kladderadatsch. Ne? Aber ja, gut, wie auch immer. Leute, das war's. Die allererste Ausgabe von DreamWorks Dragons, die neuen Welten. Die Nummer 1 kostet in Deutschland 4,99 €. Gibt schon seit ein paar Tagen im Handel. Und wie schon gesagt, die nächste Ausgabe erscheint Ende Dezember. Stabile Ausgabe, schönes Magazin mit viel Wissenswerten zu dieser neuen Serie. Bin mal gespannt, wie lange das läuft. Ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd an das ursprüngliche Dragons drankommt. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer Ausgabe. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay!